Das schlimmste gespielte Heulen, das ich je gesehen habe. Sie beherrscht die Technik. Die was? Die Technik. Ach du... Amanda, das ist Mark, mein Stiefvater. Wie lange bist du hier, Amanda? Meine Mom holt mich gegen Mitternacht ab. Mitternacht ist ganz schön spät für uns. Ich rufe deine Mutter an. Sie kann dich jetzt schon abholen. Sie ist beschäftigt. Womit denn? Chemotherapie. Ich fühle nichts. Niemals. Das heißt nicht zwangsläufig, dass ich ein übler Mensch bin. Das bedeutet bloß, dass ich härter arbeiten muss, um lieb oder nett zu sein. Ich schicke dich aufs Internat. Und danach zahle ich nichts mehr für dich. Du hast ihn. Du verabscheust ihn. Schatz, du kannst doch so nicht dahin gehen. Alles bestens. Lass mich doch noch. Muss ich hier die ganze Zeit stehen wie ein beschissener Roboter und mich immer wiederholen? Alles bestens, alles bestens, alles bestens, alles bestens. Hast du mal dran gedacht, ihn umzubringen? Wie würdest du es denn tun? Was zum Teufel will denn der hier? Ich kann euch zu einer äußerst frühen Drogenerfahrung führen, die ihr für immer in Ehren halten werdet. Und was für ein Scheißer bist du? Wir wollen dir ein Geschäft vorschlagen. Hast du eine Knarre? Ich hab eine Knarre. Du hast ja keine Ahnung, wo ich herkomme. Westchester. Amanda. Du hast ja echt keine Ahnung. Wieso hast du sie dabei? Willst du sie mal halten? Nein, danke. Wie dem auch sei. Du darfst nicht zögern. Das Einzige, was schlimmer ist als Inkompetenz oder Unfreundlichkeit oder Boshaftigkeit, ist nun mal Unentschlossenheit. Okay. Wollen wir? Was soll ich nur meinem Dad sagen? Setz eine Mütze auf. Und übrigens, die behalten wir.